einen kennen, nenn ich mein Kind doch nicht Rolf. Also warum sein Kind nicht Adolf nennen, der Arme, den man sich merkt. Im Kindergarten wird er wohl der einzige Adolf sein. Die Kurve mit sich mit 100, wir brauchen wieder einen. Ja, aber 1000. Wir kriegen ein Kind, einen Jungen. Meine Frau sucht schon verzweifelt nach dem Namenslexikon. Bei meinem Vorschlag ist sie wütend aufgesprungen. Bis er da ist, überzeuge ich sie davon. Leider macht uns die Geschichte diesen Vornamen zunichte. Wenn er groß ist, denkt doch keiner mehr daran. Nein, ich lasse mir durch diesen Herrn den Namen nicht vermiesen. Außerdem fahre ich sehr gerne Autobahn. Im Lexikon werden auch noch andere genannt. Adolf Hennecke war fleißig, Adolf Menzel, ach was weiß ich. Und dann steht noch was von einem Gutenant. Gustav Adolf war ein König, den kennt sogar meine Frau. Und Mario Adolf kennt nun wirklich jede Sau. Trotzdem knallt sie schon seit Wochen mit der Tür. Doch unsere Großeltern sind allesamt dafür. Die Ampel ist keine. Also warum sein Kind nicht Adolf nennen, dann wird er bestimmt nie geneckt. Wenn die anderen erst seinen Namen kennen, haben die Belger Respekt. Also warum sein Kind nicht Adolf nennen, der Name selbst hat keinen Bart. Wie weit weg steht von der Ampel? In der Schule wird er sicherlich der einzige Adolf sein. Und auch bei uns. Deswegen nicht. Die Ampel schaltet ihn bis kurz hier. Also warum die lässt er aussprechen. Adolf heißen. Ja, Adolf, das passt in die Welt. Soll sich meine Frau doch das Maul zerreißen? Ich werde ihn schließlich das Geld. Also warum soll ich denn nicht? Sag jetzt, die Leute gestern das A und das O. Gibt es danach auch Geläster? Das war gut zu seiner Schwester. Nicht umsonst heißt er Eva und auch Blondie, unser Schäferhund. Der wackelt bei dem Namen mit dem Schwanz. Doch meine Frau hat einfach keine Toleranz. Und überhaupt hat die seit Tagen einen Schuss. Wenn es nach ihr geht, heißt der Junge Ödipus. Klatschen, Benny. Hey, hey, hey. Was ist das? Oh, alles klar. Lieber Karl, nun gehst du hin, nun steckst du in der Urne drin. Für uns vom Karnevalsverein kann heute nur Aschermittwoch sein. Mensch Karl, nun haben wir den Salat, uns fehlt der dritte Mann zum Skat. Schaust uns nun von oben in die Karten rein, warum soll's jetzt auch anders sein? Ei Karl, du hast im Ort einen guten Ruf. Am meisten trauern sie im Puff. Es freut sich nur der Chorleiter, denn was weg ist, brummt nicht mehr. Hey, ja, du warst ein lieber Karl, lieber Karl, lieber Karl. Steht auf der Lauer, Lauer Karl, Lauer Karl. Die letzte Pilz am Fuße des Sargs. Ich bin mir sicher, Karl Marx. Ei, Karl, was hast du da geflucht, dass deine Frau den Schauspielkurs besucht? Gelohnt hat sich's dorthin zu rennen, heute kann sie wie in Schloss und Flint. Wenn im Gegensatz zu dir dein Sparschwein schlank wird, du hast gelebt wie Gott in Frankfurt. Und kommt nun auch der Kuckuckskleber, das meiste Geld steckt in der Leber. Ja, du warst ein lieber Karl, lieber Karl, lieber Karl. Steht auf der Lauer Karl, Lauer Karl, Lauer Karl. Die letzte Hütte am Fuße des Sargs. Ich bin mir sicher, Karl Marx. Mensch, Karl, du warst ein froher Zecher. Jetzt steckst du hier im Aschebecher. Das tut mich gar nicht überrasche. Wer so viel Quarz wird selbst zu Asche. Hoffentlich geht's dir nicht wie Müllemann. Und du kommst in der Hölle an. Drum sagen wir zum letzten Trott, mein lieber Karl, Allah, grüß Gott. Ja, du warst ein lieber Karl, lieber Karl, lieber Karl. Sitz auf der Lauer, Karl, Lauer, Karl, Lauer. Die letzte Böse am Fuße des Sargs. Du warst ein lieber Karl, lieber Karl, lieber Karl.
lieber Karl. Aber kein linker Karl, linker Karl, linker Karl. Die letzte Witz am Fuße des Sargs. Ich bin mir sicher, Karl Marx. So, Karl, du hast mal reden, Himmel. Aber nicht so weit. Sonst kommst du nach Garmisch-Partenkirchen. Mal klatschen. Ey, Stift, das kommt jetzt hier gut. Vielen Dank, das macht uns nichts mehr aus. Wir sagen es gerne, es stimmt auch, wir sind ehemalige Insassen. Der DDR. Der DDR. Auch uns haben sie 40 Jahre lang beschissen. In 19 mich 21. In 19 mich 21. Sagt mal, wo kommt ihr denn her? Wir kommen aus der DDR. La 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 la. Der ist so blau, blau, blau wie der Enzian. Er fasst der Heidi von hinten an die Schulter. Junge! Er möchte heute hier der Oberförster sein! Oscha! Da steht ein Pferd auf dem Flur. Das hat am Arsch ein Leberfleck. So ein Tag, schon wunderschön wie heute. Apropos heute blau und morgen blau und übermorgen mehr. Einer geht noch rein. Es muss ja nicht der Letzte sein. 17 Minuten. Sing doch mit hier. Mach mal noch. Was war zuerst da? Das Hühnergeschnitzelte? Oder der Eiersalat? Da drüben versäuft einer seiner Oma ihr klein Häuschen. Und die erste und die zweite Hypothek. Er lässt sich das Singen nicht verbieten. Bier her, oder ich fall auf! Klingelingelingeling, jetzt kommt auch noch der Eiermann. Jetzt geht die Party richtig los. Wir machen durch bis morgen früh und singen Bumsmaler ab. Und wenn die anderen zur Arbeit gehen, sind wir